Sie wissen, Academia Superior, das ist ein Think Tank, den wir vor einem Jahr gegründet haben, mit Markus Hengschläger gemeinsam. Ein Jahr haben wir jetzt gearbeitet, ist ganz gut gelaufen. Wir wollen mit Expertinnen und Experten, nationalen wie internationalen, die wesentlichen Fragen beleuchten, von denen wir glauben, dass sie für unsere Zukunft relevant und entscheidend sind. Und wir haben im Zuge dieser Diskussion auch so etwas wie eine wirtschaftspolitische Reformagenda entwickelt, wo es darum geht, wie kann sich ein exzellenter Wirtschaftsstandort wie Oberösterreich weiterentwickeln, was ist da wichtig, wie muss man die Weichen stellen. Und eines dieser Schlüsselthemen ist die Frage, was haben wir für Potenzial, was sind die Fähigkeiten, die Begabungen, die Talente, die Kenntnisse der Menschen hier. Das ist ausschlaggebend für die Entwicklung nicht nur unserer Gesellschaft, sondern auch eines Standortes. Was sind die wesentlichen Herausforderungen für uns? Zunächst einmal, das ist eigentlich ein Thema, das omnipräsent ist, das ist die demografische Herausforderung. Die Bevölkerungsentwicklung, eine immer älter werdende Bevölkerung, das ist etwas, was im Prinzip alle westlichen Industriegesellschaften und Volkswirtschaften auch als Schicksal mit uns teilen. Bis zum Jahr 2050 wird die Bevölkerung in Oberösterreich um 8,4% auf der Basis 2010 anwachsen, in Gesamtösterreich um 11,6%. Das heißt, wir wachsen langsamer, aber die Bevölkerungsgruppe von 15 bis 60, das sind im Wesentlichen die Erwerbstätigen, die Erwerbsbevölkerung, die wird weniger werden, und zwar dramatisch weniger werden. In Oberösterreich bis 2050 wird sie um fast 11% zurückgehen, in Österreich übrigens um 6%. Also Sie sehen schon, hier ist eine Entwicklung schon im Gange, die uns natürlich auch beschäftigen wird im Zusammenhang mit dem Thema Human Resources. Frau Landesrätin, Oberösterreich ist ja in sehr vielen Bereichen von den humanen Ressourcen und den Qualifikationen abhängig. Da kann natürlich jetzt auch der öffentliche Sektor und die Politik sehr viel dazu tun, in der Bildung, in der Arbeitsmarktpolitik. Was sind denn jetzt für Sie so die dringendsten Ansatzpunkte und Maßnahmen in der humanen Ressourcenpolitik? Also die gute Nachricht ist, es gibt nicht nur einen Ansatzpunkt und vielleicht auch die schwierige. Es gibt ganz viele Hebel, an denen wir hier arbeiten, um letztendlich diese Humanressource bestmöglich zu entwickeln, dafür zu sorgen, dass wirklich die Talente erkannt werden, dass die Menschen sich entsprechend ihren Talenten und Begabungen auch betätigen können. Und da sind wir schon beim einen der Kernpunkte, das ist die Bildung. Wir haben gerade im letzten Jahr gestartet einen Schulentwicklungsprozess, welcher sich konzentriert auf einen stärkenorientierten Unterricht. Und auf den bin ich wahnsinnig stolz. Schlagwort Oberösterreichische Schule innovativ. Also diesen Drive und diese Dynamik, die ich da an Schule erleben darf, das macht einfach nur Freude. Hier wirklich zu sehen, dass die Kompetenzen in den Mittelpunkt gestellt werden, dass wir dafür sorgen, dass Kinder sich prächtig, wie es so schön heißt, entwickeln können und damit auch ihren Lebensweg ganz automatisch gehen und letztendlich dann auch in der Wirtschaft und in den anderen Bereichen, wo es immer sie auch tätig sein werden, erfolgreich sind. Aber viele andere Bereiche wurden schon angesprochen. Ein wichtiger Hebel, den wir auch einsetzen können, eine Geheimwaffe, das ist das Potenzial der Frauen. Das nutzen wir noch immer nicht so, wie wir sollen. Und nachdem ich ja auch als Frauenlandesrätin dafür zuständig bin, setzen wir ganz stark auf den Themenbereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ist immer noch das Knackthema, an dem es ganz oft scheitert, weil Frauen hier noch immer allein verantwortlich sind für diesen Bereich. Wir haben gestartet mit unserem Kompetenzzentrum K3, heuer im Herbst. Das widmet sich wirklich dem Karriere- und Karenzmanagement. Das heißt, wir bieten hier eine Beratungsplattform, vor allem auch für Unternehmen. Die entscheiden nämlich, die Personalisten, ob Frauen und welche Chancen sie haben und wie auch Karenzzeiten gut gemanagt werden können, damit wir diese Erwerbsquote auch tatsächlich erhöhen können, weil wir brauchen sie. Unser Thema ist,
hier wirklich uns diesen Herausforderungen zu stellen. Und jeder, der einen Betrieb hat, weiß, was das bedeutet, wenn halt im Arbeitsalter einer im Durchschnitt fünfmal den Job wechselt, dass du in die Ausbildung investierst, dass du junge Mitarbeiter heranbildest, damit der Mitbewerb sie abwirbt und auch, dass du den Familien die Chance gibst, dass die Frauen nach ihrer Kinderphase wieder voll in einen verantwortungsvollen Job kommen. Das sind Riesenherausforderungen, aber es ist eine Riesenherausforderung auch, wenn man diese Jugendarbeitslosigkeitsthemen betrachtet, wie man das angeht. Wir kämpfen mit den Gehaltssystemen mit einer Seniorität, die eigentlich völlig diese Jugendarbeitslosigkeit mit verursacht. Lassen Sie mich mit der meines Erachtens wichtigsten Erkenntnis für den Abend schon gleich anfangen. Der Begriff wurde eben schon erwähnt, War for Talent, der Krieg um die Talente ist bereits vorbei. Talent hat gewonnen. Das Lisbon Council. Wir sind ein Think Tank basiert in Brüssel. Ich habe leider jetzt nur eine englische Definition dessen, wo wir für stehen, hier mitgebracht. Wichtig ist, dass wir wissenschaftlich basierte Erkenntnisse selbst generieren oder auch aus Universitäten uns heranziehen, um für Entscheidungsträger in der öffentlichen Verantwortung verwertbare Strategien zu empfehlen. Warum Humankapital? Weil das nun mal die Basis für alles andere ist. In dem 21. Jahrhundert für Nationen, die keine Ressourcen zur Verfügung haben, so wie es ein Russland oder Saudi-Arabien hätte, also für die meisten europäischen Länder mit anderen Worten, haben wir eben nur Humankapital, Humanressourcen zur Verfügung, um unseren Wohlstand zu erzeugen. Wenn man sich anschaut, in welchen politischen Schwierigkeiten solche Länder sind, denen Wohlstand ohne Arbeit zugeflogen kommt, also wieder Stichwort Russland oder Saudi-Arabien, dann ist das vielleicht auch gar keine so schlechte Sache. Für seinen Wohlstand zu arbeiten, scheint auch andere positive Effekte zu haben. Deswegen haben wir uns im Lisbon Council sehr stark und immer sehr ausführlich mit Humankapital beschäftigt. Und aus dieser Studie möchte ich Ihnen jetzt ein paar Erkenntnisse mitgeben. Wie denken wir grundsätzlich über Humankapital nach? Also was ist Humankapital? Wie könnte man die Menge an Humankapital für eine Region Oberösterreich bemessen? Wir stellen uns das vor wie einen Würfel, der entlang seiner drei Dimensionen, dass man das aufmultiplizieren kann. Dieser Würfel hat auf seiner einen Dimension die Humankapitalverfügbarkeit, das heißt, wie viele Personen mit wie viel Bildung habe ich überhaupt zur Verfügung? Also es ist die Anzahl der Menschen und den Bildungsgrad, den sie haben und den Qualifikationsgrad, den sie haben. In der zweiten Dimension die Frage der Humankapitalnutzung. Ich muss diese Personen natürlich auch im Wirtschaftskreislauf einsetzen. Stichwort Frauen ist eben schon gefallen. Ja, wenn ich die hervorragend ausbilde, aber dann nicht in dem Wirtschaftskreislauf benutze, dann habe ich wirtschaftlich auch wieder nichts davon gehabt. Und die dritte Dimension ist, wie produktiv ich mit diesem Humankapital umgehe. Da gilt für Humankapital genau dasselbe wie auch für Finanzkapital. Das heißt, effiziente Strukturen in der Öffentlichkeit, gute Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, Bildungsinfrastruktur, Telekommunikationsinfrastruktur. Also die ganzen Klassiker für die man braucht, um Finanzkapital zu attrahieren, Unternehmen zu attrahieren, die gelten auch für das Humankapital. Ja, also wenn ich diese drei Dimensionen multipliziere, die Personen mal ihre Nutzung im wirtschaftlichen Kreislauf, mal die Produktivität des Umfeldes, dann habe ich die Menge an Humankapital, die in einer Region zur Verfügung steht.
Und die Gehälter aus diesem Humankapital, es ist ja ein Kapital, das heißt, ich muss auch eine Rendite auf dieses Kapital erwirtschaften, die Rendite auf diese Menge Humankapital, das sind die Gehälter, die ausbezahlt werden. Und wenn ich diese Gehälter addiere zu den Renditen auf das Finanzkapital, also die Unternehmergewinne, dann habe ich das Bruttosozialprodukt einer Region. Das ist letztendlich das Buchhaltungsschema, mit dem wir arbeiten. Es gibt in der Tat keinen Unterschied, wenn man sich Humankapital anschaut, zwischen industrielastigen Regionen, sagen wir mal so wie Oberösterreich, und eben den eher Tourismus- oder landwirtschaftlich orientierten Regionen, zumindest was Humankapital betrifft. Wir erklären uns das folgendermaßen, dass es auch heutzutage für Tourismus und Landwirtschaft durchaus erfolgreich ist. Das sind hochkomplexe Dienstleistungen, sehr technologielastig, Landwirtschaft insbesondere, aber auch Tourismus, nehmen Sie sich typische Tourismusregionen Österreichs, der Zusammenspiel aus Kultur, Technik, Investitionen, Unternehmergeist, der dort zusammenkommen muss, um ein attraktives, wettbewerbsfähiges Angebot für seine Gäste zu liefern, ist eine hochkomplexe Sache, die mittlerweile sehr technologieintensiv geworden ist. Ich glaube, wir müssen hier an der Stelle einfach zur Kenntnis nehmen, dass Industrieregionen, also dünn besiedelte Industrieregionen, haben mehr Ähnlichkeit mit, sagen wir mal, im Andalusien, als mit einem Wien oder mit einem München. Und ich sage das hier an dieser Stelle etwas pointiert. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe mir diverse Unterlagen hier durchgelesen in Vorbereitung für diesen Abend. Es stand nirgendwo so explizit, aber ich hatte den Eindruck gewonnen, dass Sie sich als Region so ein bisschen orientieren an, wie macht's denn Wien, ja, oder wie geht's denn in München? Und nicht daran orientieren, was vergleichbare Regionen wären. Und vergleichbare Regionen wären halt ja, eher so etwas wie Navarra in Spanien, Emilia-Romagna in Italien oder Toulouse in Südfrankreich. Ja, dass also Regionen, die eben keine Hauptstadt, keine Metropole ihr eigen nennen, aber trotzdem sehr erfolgreich sind. Jetzt ist die Frage, wie schlägt sich denn Oberösterreich entlang dieser vier Indikatoren, die ich Ihnen eben genannt habe? Ich überspringe das jetzt mal gerade. Es ist ja eben schon etwas vorweggenommen worden. Also auf den drei Indikatoren Jugendarbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit und Innovationsrang innerhalb dieser 270 Regionen hat Oberösterreich sozusagen befindet sich auf dem Wert 84%, 89%, 89%, also im obersten Zehntel aller 270 europäischen Regionen haben sie entsprechende Bewertungen. Und im krassen Gegensatz dazu sind sie auf dem Indikator komplexe Arbeitsplätze, gehören sie zu den 5% schlechtesten Regionen ganz Europas. Und das ist natürlich schon sehr auffällig und wir haben da ein bisschen dran herumspekuliert, auch jetzt hier in Vorbereitung für diese Diskussion. Vor allen Dingen ist ja die Frage, ja, muss man sich da jetzt Sorgen machen? Ja, sollte man vielleicht sogar in Panik verfallen? Also ich glaube, Sorgen schon, Panik nein. Ich möchte hier eine kleine Qualifikation anfügen. Wir handhaben hier europäische Statistiken und diese europäischen Statistiken können einfach nicht alle Nuancen, Traditionen und so weiter mit abbilden. Und Sie haben hier in Österreich, ähnlich wie auch in Deutschland, einfach die Situation, dass wir hervorragende Fachkräfte besitzen, die in diesem Bildungssystem
eben Fachkraft geworden sind, Meister geworden sind und in anderen Nationen, in anderen Bildungssystemen wären die auf eine Universität gegangen. Aber die Kompetenz, die Fähigkeit dieser Personen ist aller Vermutlichkeit gleich. Ich sage es Ihnen vermutlich, weil es darüber keine empirische Evidenz gibt. Wir wissen es nicht, wir können es nur vermuten. Also insofern ist sicherlich ein Teil dieser sehr schlechten Wertes ein statistischer Artefakt. Es ist sozusagen einfach ein Fehler in der Statistik, der sich aber auch nicht so ohne weiteres korrigieren lässt. Aber sich damit alleine zufrieden zu geben, wäre wahrscheinlich ein bisschen zu schnell. Denn auch andere Regionen Europas haben mit dieser Ungenauigkeit der Statistiken zu kämpfen. Und letztendlich gibt uns ja die Statistik auch genügend Instrumente an der Hand, um solche Unfeinheiten herauszufiltern. Das heißt, tatsächlicherweise gibt es hier eine Lücke in den Humankapitalanstrengungen Oberösterreichs. Ich denke, das würde ich an dieser Zahlen hier so feststellen für Sie. Und ich glaube, diese Lücke ist ja auch nicht unerkannt. Ich will hier einen Hinweis darauf geben, dass wir uns eben gerade nicht, und damit sozusagen widerspreche ich vielleicht einen Teil meiner ersten Bemerkung, es reicht nicht, dass wir uns nur mit Qualifikationen, Titeln und Kategorien der Jobs beschäftigen. Wir müssen wahrscheinlich noch tiefer in die Arbeitsplätze hinein und uns fragen, ist das ein Arbeitsplatz, der für die nächsten 10 bis 20 Jahre hier gehalten werden kann und hier Wertschöpfung liefern kann. Und ja, dazu gehört auch Bildung und Qualifikation und lebensbegleitendes Lernen. Aber es muss auch die Qualität des Jobs hergeben, dass er nicht durch eine Maschine oder durch Globalisierung wegrationalisiert werden kann. Ich würde auf gar keinen Fall Ihnen empfehlen, sich von der Aufgabe in dieser Region mehr akademisch ausgebildete oder äquivalent ausgebildete Fachkräfte hier anzusiedeln. Davon sollten Sie sich auf gar keinen Fall abbringen lassen. Ja, ich arbeite an der Universität, also wie könnte ich das sowieso behaupten? Ja? Also tun Sie das weiter, das kann überhaupt nicht schaden, aber lassen Sie sich auch nicht verrückt machen. Sie haben aller Wahrscheinlichkeit nach einen hervorragenden, ausgebildeten Facharbeiterpool und überlegen Sie sich weitere Dimensionen, zum Beispiel Routine versus Nichtroutine, die relevant sein könnten für die Wettbewerbsfähigkeit Ihrer oberösterreichischen Arbeitsplätze. Also ich bin jetzt irgendwie überrascht, dass alle am Podium und auch alle anderen da im Raum offensichtlich nicht halb so geschockt sind wie ich von dem, was der Keynote-Speaker gesagt hat. Für mich ist das ein Horrorszenario. Das ist ja fürchterlich, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, und ich hoffe nicht einmal die Hälfte stimmt, dann bleibe ich geschockt für den Rest der Woche. Frau Magister Einberger, was wir jetzt gerade gehört haben, ist, man könnte es auch so interpretieren, wir könnten auch Folgendes sagen, Oberösterreich ist super clever, weil wir haben unglaublich viele Patentanmeldungen und keine Akademiker, das heißt, wir machen es billiger als die anderen. Ne? Das könnte ja auch ein Schluss sein, irgendwo löse ich das aus. Das heißt, bei uns machen das die anderen, das könnte man auch sehen, aber man muss schon sagen, wenn man von 270 Regionen, die jetzt da evaluiert werden in Europa, unter den 5% schlechtesten bei jenen Jobs steht, die man unter komplexe Arbeitsplätze und die, so wie es ja vom Keynote-Speaker Herrn Dr. Ederer angesprochen wird, auch die sind, die dann, wie soll ich sagen, Lösungskompetenz haben, dann kriege ich das Zipperlein von der Zukunft in diesem Land. Also ich wünsche mir bei Gott, dass er vollkommen Unrecht hat. Ja, die demografische Entwicklung in Oberösterreich ist zweifellos eine spannende Geschichte. Und sie wird uns in den nächsten Jahren doch ziemlich herausfordern. Wir alle wissen, dass die Zahl der Jugendlichen in den nächsten Jahren in Oberösterreich doch deutlich zurückgehen wird. In den letzten 10 Jahren haben wir relativ konstant so 17.000, 18.000 Jugendliche in der Altersgruppe 15 bis 18 Jahren. Bis zum Jahr 2015 wird das in etwa 15.000 zurückgehen, also von 18.000 auf 15.000, um 20% weniger. Nur dass man so ein Gespür hat, was das für so ein Land bedeutet. In Oberösterreich hatten wir Anfang dieses Jahr 70.000 Volksschüler,
Heute sind es 57.000. Also so stark ist dieser Effekt des Rückganges. Und diese Welle trifft jetzt auf die Altersgruppen, die in das Erwerbsleben eintreten. Das heißt, wir müssen uns schon sehr darüber Gedanken machen, wie wir dieser kleiner werdenden Zahl an Personen, die am Arbeitsmarkt auftreten, wie wir mit denen umgehen, in welche Qualifikationen wir sie bewegen. Ich glaube, zumindest zwei der zentralen Themen, die eigentlich auf Bundesebene diskutiert worden sind und die, glaube ich, so zu den wirklich großen bildungspolitischen Dingen der letzten Jahre gehören, wenn man so insgesamt zusammenfasst, sind Dinge, die man in einem Bundesland zumindest in der Umsetzung sehr wohl vorantreiben kann. Und das sind einerseits die Einführung der Bildungsstandards und auf der anderen Seite die zentrale Reifeprüfung. Das sind Dinge, die von Bundesseite kommen, die auch ihre Berechtigung auf dieser Ebene haben als gesellschaftlich verbindlich vereinbarte Ziele. Das kann man nur als Nation tun, das wäre unsinnig in der Region. Aber ich glaube, bei den Standards sieht man es ganz besonders deutlich, was hier in nicht nur dem Bundesland, sondern regional möglich ist. Hier wird ab diesem Schuljahr flächendeckend überprüft, das heißt externe Tests, die versuchen, an alle Akteursebene Ergebnisse zurückzuspielen in Bezug auf diese verbindlich vereinbarten Ziele. Wir sehen also, dass wir im Bereich der Pflichtschulabgänger ganz riesige Probleme haben am Arbeitsmarkt. Wir haben die doppelte Arbeitslosigkeit als Minimum bei Leuten, die nur die Pflichtschule absolviert haben. Und erst ab der Lehre geht es dann los, dass man sagt, also man spricht wirklich von qualifizierter Ausbildung. Und die Intention, die wir haben, ist natürlich jetzt, dass wir jeden Jugendlichen, jede Jugendliche irgendwie erwischen. Wir beschäftigen uns in der Bildungsdiskussion immer mit den Klassikern. Lehre, Matura, Universität und so weiter. Das haben wir alle durchlebt, weil wir ja schon so alt sind. Und daher denken wir in diesen Kategorien. Wir berücksichtigen überhaupt nicht, dass sich einer in seinem Berufsleben höher qualifiziert. Dass er dort unabhängig mehr vom akademischen Titel. Unabhängig von einem Titel, ja. Und für das haben wir derzeit überhaupt kein Messsystem entwickelt. Und das müssen wir machen. Wir müssen überhaupt, glaube ich, nicht so sehr den Fokus auf diese klassische Ausbildungsgänge legen, weil bis die zu produzieren beginnen, da ist viel Wasser die Donau hinuntergeflossen, sondern wir müssen heute sagen, wir setzen einen Schwerpunkt in die berufliche Ausbildung im Betrieb. Das haben wir selber in der Hand, und zwar der Betrieb hat das in der Hand, und wir können das relativ schnell umsetzen. Das muss Nummer eins sein. Wir glauben also, dass die Aussagen von Ihnen auch das bestätigen im Gesamtergebnis. Wir sehen ja, die Jungen, die anderen Arbeitslosen bringen wir unter. Ja, das heißt, die Betriebe erwirtschaften erfolgreich mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ergebnisse, die Österreich gut darstellen lassen. Jetzt haben wir natürlich die 5%. Und das ist jetzt zum Ernstnehmen, wie Sie schon gesagt haben, als Zukunftsherausforderung. Und dort wissen wir auch, dass wir ansetzen, aber wir müssen die Gesamtheit der Population sehen, was die zu leisten in der Lage sind. Und heute, aber sagen wir, heute sind wir noch relativ zufrieden, aber in der Zukunft, wenn man sich das nimmt, wie gesagt, 5% werden uns verfolgen, dann müssen wir da nur mal nachlegen. Und jetzt sind wir beim Geld, weil Sie zuerst gesagt haben, lieber Schulden statt an Arbeitslosen oder so. Ich denke mir einfach, wir qualifizieren in vielen Bereichen, aber wir wissen auch, wo wir die Mankos haben. Wir waren noch nicht bei der Ödernheit. Ne? Das heißt, wenn ich mir eine Bildungseinrichtung anschaue, egal welche, alle haben bis 40 gute Teilnehmerzahlen, hohe Prozentzahlen von der gesamten Bevölkerung und auf einmal hört es auf. Also mit 40, 45, 50 werden das aber weniger und auf einmal sind sie weg. Und dort wissen wir, dass wir qualifizieren müssen, weil das einfach weiter aufgehen muss, wo die beschäftigungsfähig sind und Beschäftigungslust haben. Ne? Dann noch einen zweiten Bereich, den Zuzug. Auch das hat der Herr Dr. Ederer in seinen Annahmen genannt. Ich möchte da ein Beispiel nennen. Wir hatten bei uns einmal einen Bewerber auf Geschäftsführerposition von einem Top-Konkurrenten. Der ist iranischer Wurzeln in Bayern aufgewachsen, redet breiten bayerischen Akzent. Also wenn Sie den hören, denken Sie, dann ist es schwer zu verstehen, weil er so bayerisch redet. Und der ist in Wahlkampfzeiten zu uns nach Lackirchen gefahren und hat sich die Plakate angeschaut. Glauben Sie, der hat sich willkommen gefühlt?